Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deus Ex Mankind Divided. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, die liegen ja hier immer noch rum. Warum wollten die keiner weg? Dann gehen wir mal hier lang. Ist natürlich schön, dann haben wir vielleicht hier auch Ruhe. Sag mal, kann ich nicht befreien, ne? Nee. Ich will einen Anwalt. Tut mir leid, ich komme hier und kann hier nichts machen. Hier sind die Türen. Ich bekomme hier kein Symbol. Ich hätte die ja gern rausgelassen. Jetzt gehen wir erstmal zur Nachbarin, ne? Hier ist nichts weiter. Sie verlassen eine Sperrzone. Ich wollte wieder laufen. Jedes Mal, ne? Ich habe hier was zu verkaufen. Du willst Waffen, ja? So, einkaufen. Komm, schneller, 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 schneller. Ich werde jetzt das Holovisier verkloppen hier. Dann habe ich nämlich ein bisschen Platz. Bisschen. Ansonsten brauche ich alles. Biozelle habe ich noch 13, das ist gut. Gefechtsgewehr, Präzisionsgewehr, Scharfschützengewehr. Ich denke mal, das ist die Munition dafür. Ja, jetzt meckert er wieder rum. Wir gehen mal, wir gehen. So. Kann man abkürzen. Haben wir 250 Credits. Ich muss aber weiter nach oben. Ach, hier ist der Detektiv. Mein Freund von Interpol. Auf den Straßen ist es heute Nacht gefährlich für Sie. Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Ach, der Mörder ist noch da draußen. Wir haben weitere Opfer. Alles Optis. Alles Opfer eines Harvesters. Wie Angela Gump. Dann ist es also immer derselbe Täter und wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber ich habe in alten Unterlagen was Unheimliches festgestellt. Marek Svobodka, der alte Harvester, ist tot. Aber dieser Mörder hat Eigenheiten, die nie publik gemacht wurden. Ich habe sogar den Friedhof angerufen, um sicherzugehen, dass Svobodka noch tot ist. Und? Er ist tot. Befragen wir ihn mal. Das erklärt aber nicht, was Sie hier machen. Es ist immer noch mein Fall. Und er ist ungelöst. Ich hatte gehofft, dass Daria noch etwas einfällt. Und was ist mit Ihnen? Sie wissen genau, dass Ihr Interpol-Ausweis heute Nacht wertlos ist. Ich sollte sie sofort verhaften. Daria hat mich angerufen. Sie ist in Schwierigkeiten. Er sei hier. Dann brach die Verbindung ab. Ist sie da drin? Ich habe für sowas keine Zeit. Daria ist in Schwierigkeiten. Ich muss da reintun, sie, was sie tun müssen. Daria hat gesagt, sie steckt in Schwierigkeiten. Sie war überzeugt, dass der Mörder sie verfolgt. Und jetzt schnüffeln sie vor der Tür rum. Schon komisch, oder? Ich mach das mal. Mir kommt Daria das auch hat komisch gesagt, vor. Sie steckt in Schwierigkeiten. Sie war überzeugt, dass der Mörder sie verfolgt. Und jetzt schnüffeln sie vor ihrer Tür rum. Schon komisch, oder? Klar. Denn der Mörder bin ich. Sie brauchen unbedingt Schlaf, mein Freund. Sie denken nicht mehr klar. Woher wissen Sie, dass sie Schwierigkeiten hat? Ich hatte eine Ahnung. Jeder andere Cop würde sie verhaften, weil sie die Ausgangssperre missachten. Zu Ihrem Glück bin ich nicht jeder andere Cop. Sehen Sie nach Ihrer Freundin. Ich sehe mir mal das Gebäude an. Aber lassen Sie sich nicht erwischen. In Ordnung. Mann, ich wohne hier. Wir müssen hier lang.
Ach so, oh, bin ich da, sind zwei. Gar nicht gesehen. Zugriff gewährt. Da, ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir kommen zu spät. Daria Müsax hat ein Bärenfell in ihrem Appartement. Da oben. Ich weiß nicht. Hier kann ich jetzt. Ich kann ja meine Maus beschleunigen. Hahaha. Hier ist eine umgekippte Lampe. Geht das noch weiter? Das Fenster ist aber zu. Das auch. Da ist ein kleiner Spalt. Ach du Kacke, was hier mit den Pfeiltasten? Geht das denn mit den Pfeiltasten? Nein, es geht nur mit der Maus. Geht es noch weiter runter? Nein, jetzt geht es noch weiter höher. Ja. Wenn ihr das sehen würdet, was ich hier machen muss, wie ich hier rumrudere. Muss ich aufpassen, dass ich mein Getränk nicht umschubs. Da steht was. Hm. Ah, so kommen wir wieder raus. Story-Objekt. Also das ist das, was wir gefunden haben. So, die Maus ist wieder fast richtig eingestellt. Oh, ich drücke auf den falschen Knopf. Nein, nein. Mann, ich will hier hin. Das Tagebuch. Hallo, flüstern, hallo, er kommt. Da kommt er, kein Tür, kein Klopf, kein Klopf. Klopf, Klopf, hallo. Nicht ich, 69, 88, 43, nicht ich. Wer ist da, wer weiß. Kibra weiß, kennt mich nicht. Mein weiß, Nachbar. Mein Spot war mit Verdeck, ich versteck mich. Die hat ja einen Schuss. Starlight. Verlassen. Passwort haben wir nicht. Hier kann ich das Fenster aufmachen, mehr nicht. Aha. So, wir haben Multitool. Haben wir nur noch das eine? Ausrüsten. Ich habe noch nicht so ein hohes Level. Ich möchte mir das mit dem Gehecke hier noch aufheben. Ja, sie müssen sofort zu mir kommen. Zipra, ich kann helfen. Ich weiß, dass ein Teil von Ihnen das alles nicht will. Ein Teil von Ihnen hat Angst und sucht einen Ausweg. Bedenken Sie, dass die Operation sehr diffizil war. Ihr Gehirn versucht noch immer, die implantierten Signale zu verarbeiten. Ich bitte nur darum, dass Sie mich anhören. Ich verstehe die Zweifel an meinen guten Absichten, aber im Moment bin ich Ihre beste und einzige Chance. Liebe Katzenliebhaber, der erneute Mord an einer von uns hat in mir eine schreckliche Lehre hinterlassen. Erst Leonie und jetzt das. Aha. Miau. Kann man Katzen umbringen. Ah, ich drücke immer auf E. Mann, ich habe den Finger falsch hier liegen. Auf der Tastatur. Willkommen zu den wichtigsten Ereignissen und Schlagzeilen rund um die Welt. Die Nachwirkung. Ruhe. Accessoire? Gehörte offenbar Daria. Sind Eimer, aber sie scheint wirklich nicht mehr da zu sein, ne? Sie ist weg. Und es hat ein Kampf stattgefunden. Das Beste von Angela Gang in Memoriam.
Vor 4 Jahren terrorisierte Marek Svobodka unsere Stadt 7 Monate lang. Als er fertig war, lagen 27 Tote im Leichenschauhaus. Bei allen Leichen wurden EMP-Spuren entdeckt. Die Opfer waren betäubt oder gelähmt worden. Bei allen Leichen wurden Stichwunden mit dem Einsatz eines hausgemachten Muskelrelaxans in Verbindung gebracht. Und vor allem waren bei allen Leichen die Augmentierung entfernt worden. Das kennen wir ja. Das nehmen wir. Neuropizin. Infektionsnadeln. Aha. Toilette benutzen. Wir scannen mal. Leben bedienen? Nee, das wollen wir alles nicht. Ich höre hier auch was, aber ich kann mich auch täuschen. Da steht auch die Nummer. Untersuchen. 69, 88, 43 mit Blut geschrieben. Ist sie etwa... der Spur folgen. Hier ist die erste getötet worden. Habe ich mich verlaufen. Ah, ich muss hier wieder raus. Habe ich denn hier jetzt alles durchsucht und gefunden? Oder ist hier noch was? Ein zerbrochenes Brillengestell? Wie kommt das hierher? Das haben wir am Dingsplatz gefunden. Das ist ja mal interessant. Halt. Probe der Orchidee habe ich auch. Das sind alles die Sachen, die ich hier mir eingesammelt habe. Und nicht angeschaut. Einfach so Holzkisten hingestellt als Regal. Credit Chip. Die hat hier irgendwas gemacht, die Dame. Ich muss nach unten. Und hier ist der Detektiv. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nur, dass sie nicht mich angerufen hat, sondern sie. Seltsam, oder? Ja, sehr seltsam. Meter. Das ist hier in der Gasse. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich habe etwas gefunden, das da ja gehört, zusammen mit einer Blutspur. Wenn ich da ja finden will, muss ich herausfinden, wohin sie führt. Ist aber nichts weiter. Der Spur folgen? Kann man doch kaum sehen, die Spur. Hier ist was. Dieser abgerissene Stofffetzen stammt aus der Nähe des Orts, an dem Daya Myska verschwand. Ich denke mal hier rein, ne? Das ist hier ja nichts weiter. Gehen wir mal hier runter. Sieht man ja kaum die Blutspur. Aber es scheint richtig zu sein. Meter hier durch, vielleicht. Ja, ich komme hier in so ein... der Spur folgen. Da ist sie. Gott sei Dank. Ich wusste, sie finden mich. Schnell, bevor er zurückkommt. Bevor wer zurückkommt? Der Mörder von Angela Gunn?
Ja, er weiß, dass sie ihn jagen. Er wollte, dass sie kommen. Und wo ist er? Er ist überall. Spüren Sie nicht, dass er da ist? Haben Sie keine Angst? Warum hat er sie hergebracht? Was will er? Er benutzt mich, um sie zu kriegen. Er glaubt, wenn er ihre Augmentierungen entfernt, macht er sie wieder gesund. Schnell, kommen Sie näher. Helfen Sie mir raus und dann erledigen Sie ihn. Ich flehe Sie an. Erst muss ich wissen, wo er ist. Wann hat er sich zu... Ja, das... Ich traue der irgendwie jetzt auch nicht. Erst muss ich wissen, wo er ist. Wann hat er sie hier zurückgelassen? Und wohin ist er gegangen? Machen Sie Witze? Wir haben keine Zeit für Fragen. Wenn er erfährt, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, bringt er mich um. Der bringt dich eh um. Bitte, mein Knöchel. Kommen Sie näher. Helfen Sie mir zu entkommen. Warum bettelt sie so, dass er... näher kommt. Wozu die Eile? Im Moment sind sie sicher. Ich muss mich zuerst um den Mörder kümmern. Etwas spät für einen Rückzieher, oder? Sie verzichten so kurz vor dem Ziel auf die Erlösung? Nein, geben Sie es zu. Sie haben die ganze Zeit die Fakten ignoriert, weil Sie gerettet werden wollen. Hm? Ich will Ihnen helfen. Ihnen muss geholfen werden. Begreifen Sie das nicht? Ich kann aus Ihnen wieder einen Menschen machen. Es ist nicht zu spät. Sie müssen nicht als Maschine sterben. Sie sind frei. 3, 2. Es muss hier irgendwo sein. Ah, scheiße. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Scheiße! Ah, ich hab nichts gesehen. Es ist vorbei. Ich hatte das doch geschafft. Hallo, Spiel. Ich hasse so eine blöden Animation. Das war auch jetzt die falsche Waffe. Irgendwas ging ja hier gar nicht. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Und wenn sie mich... Ich hätte mit einer EMP was machen können, nehme ich mal an. Oh Mann! Warum hänge ich denn jetzt hier so offen rum? Das muss ich mir genauer ansehen. Nein, das kann nicht sein. So, jetzt gucke ich erstmal nach einer ordentlichen Waffe. Die. Da hinten ist sie. Da sieht sie mich nicht. 7. EMP. G. Ach, oben lang können wir auch. Stimmt ja, ich kann hier hüpfen. Ach, das breche ich ab. Hier liegt sie. Wir haben ein PDE. Sie sagen, sie sind die Erinnerungen. Sie sagen, dass ich verantwortlich bin. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass sie er sind. Und ich denke, sie glauben das auch nicht. Sie sind um vieles kälter, so viel gefährlicher. Marek Svobodka hat aus Furcht getötet. Aber ihnen macht es nichts. Nichts. Aber sie, ihnen macht es nicht. Nichts Angst? Ach, ihnen macht nichts Angst. Außerdem machen sie es die Werkzeuge, die sie benutzt haben, unmöglich, seine Ideologie mit ihrer Technik zu vereinbaren. Sie sind Orlovs Kind, nicht meins. Ich hätte sie ihm nie überlassen sollen. Oh, ich habe jetzt etwas blöd gestanden, glaube ich. Wartet mal. Ich glaube, dadurch, dass ich sie getötet habe... Serif? Serif müssen wir noch kontaktieren. Dadurch, dass ich sie getötet habe, komme ich jetzt nicht an den Typen daran.
Ach. Glaube ich jedenfalls. Nehmen kann ich die nicht. Ich hätte sie betäuben sollen. Ich habe jetzt auch nicht gespeichert. Naja, muss ich durch. So. Da ist eine Leiter. Ich gucke mich hier natürlich etwas um. Ich bin nicht so zufrieden damit, wie ich das hier gelöst habe. Aber in der Aufregung habe ich halt falsch gehandelt. Ich hätte sie betäuben sollen. Ich weiß nicht. Wartet mal. Escape. Laden. Letzter Autosave-Punkt, 21.55 Uhr. Wir laden mal. Vielleicht klappt's ja. Wird die Folge ja auch wieder ein bisschen länger. Aber das würde ich schon gern wissen. Liegt sie noch oder liegt sie schon? Ich glaube, sie liegt da schon, ne? Ja, da liegt sie schon. Na gut. Dann habe ich es wohl versaut. Ah, warum kann ich denn jetzt hier nicht rüberhüpfen? Na, Spiel. Wieder nicht. Na gut. Achso, das war schon. Hier ist ein Feuerlöscher. Security. Kameras. Ist alles aus. Geschütz. Ist alles aus. Hätte hier einheizen können. Elektroschockpistole. Ja, ich habe die falsche Waffe gewählt. Ärgerlich, ärgerlich. Warum wieder... So, das kennen wir ja nun schon. Von Dr. Zebra zurück. Ach so, das ist der. Dafür ist der. Was ist das? Gastank. Oh, hier hätte ich noch einiges hochjagen können. Hatte sie nicht hier irgendwie ein Notebook oder sowas, wo sie... Weswegen war sie hier in der Ecke? Hier kann ich die alle weghacken, ja klar, gut. Manchmal klappt's. Maschine tadellos. So, Da sind noch Rauchminen. Die sind ein bisschen sehr viel geliehen. Oh, hä? Hatte ich doch entschärft, dachte ich. Da sind noch welche. Ja, ich bin ja auch blind. Dann üben wir halt mal noch ein bisschen hier. Das kann ich gut gebrauchen. So. Ja, ich kann dann hier wieder raus, würde ich sagen. Daria. Wie kommen wir jetzt hier raus? Daria? Jetzt ergibt alles Sinn. Am Tatort abhängen, um Darias Apartment rumschleichen, ich hätte es früher sehen müssen. Es ist nicht so, wie Sie denken, Montag. Sie haben sie getötet, weil sie wusste, wer sie wirklich sind. Sie waren nicht hier, sie wissen nicht, was wirklich passiert ist. Daria war nicht die Person, für die wir sie hielten. Ich habe den Fehler gemacht, sie in dem Fall ermitteln zu lassen, ihnen Zugang zu ihr zu gewähren. Schluss mit den Lügen. Gestehen Sie oder nicht?
Argumentieren, überzeugen, blöffen. Daria war schon in dem Zustand, als ich ankam, der Täler muss... Nee. Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie meine Augs entfernen. Genauso wie... Argumentieren. Y? Sie ziehen schon wieder vorschnelle Schlüsse. Sie müssen glauben, was ich Ihnen über Daria erzähle. Und Sie müssen mich gehen lassen, damit wir beide weiter nach Antworten suchen können. Lassen Sie das! Ich bin seit 35 Jahren Cop. Ich merke es, wenn jemand bei mir soziale Augmentierungen anwendet. Aha. Ich schwör's. Noch eine falsche Bewegung und ich erschieße Sie. Das war falsch. Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie meine Augs entfernt. Genau wie sie Angela Gunn und wer weiß, wie viele andere gerettet hat. Daria Mischka? Ist in Wahrheit ein toter Serienmörder? Ah, völliger Blödsinn. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es erklärt so einiges. Daria hat den Mord an Angela nicht zufällig gesehen. Sie hat ihn begangen. Und mich hat sie mit reingezogen, weil sie in mir schon ihr nächstes Opti-Opfer im Visier hatte. Daria wollte sie dabei haben, weil sie keine Cops mag. Und weil sie Angst hatte. Offensichtlich aus sehr gutem Grund. Spieß umdrehen? Ich glaube langsam, dass Sie in die ganzen Sache... Nee, nee. Auf Darias Computer finden Sie eine E-Mail von Dr. Sibra, einem früheren Taillon-Angestellten. Er hat Sie wegen einer sozialen Störung mit experimenteller Neurotherapie behandelt. Genau. Auf Darias Computer finden Sie eine E-Mail von Dr. Sibra, einem früheren Taillon-Angestellten. Er hat sie wegen einer sozialen Störung mit einer experimentellen Neurotherapie behandelt. Was hat das mit den Morden zu tun? Die E-Mail klang verzweifelt. Ich lach wegen was anderem. Ich kenne noch nicht alle Einzelheiten, aber irgendjemand muss unbedingt mit diesem Mann reden. Aha. Das sollte also ihr nächster Schritt sein, diesen Experimentalapotheker zu finden? Sie müssen mir glauben, ich will genau wie Sie unbedingt herausfinden, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was mich mehr beunruhigt. Dass Sie der Täter waren oder dass die Spur zu einem medizinischen Konzern führt. Ich weiß nur, dass Daria jemand anders war, als sie vorgab. Die Antworten, die wir beide suchen, sind immer noch da draußen. Das sagen Sie. Wie praktisch, dass sie jetzt tot ist. Ich kann nicht mit ihr reden. Sie kann nichts bestätigen. Meine Lage ist wirklich prekär. Also, ah, Scheiße. Tut mir leid. Aber ich habe wirklich keine Wahl. Ich habe das falsch angepackt, aber total. Aber total. Cheng, können Sie meine Koordinaten sehen? Sekunde, worum geht's? Hier liegen zwei Leichen. Eine Frau namens Daria, die in die Harvester-Morde verwickelt war, und ein Polizist. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Mann, Jensen! Kennen Sie mein Aufgabengebiet noch? Cyberverbrechen. Ich bitte Sie darum, weil ich Ihnen vertraue. Die Ausgangssperre ist schlimm genug. Okay, aber verschwinden Sie jetzt. Und zu niemandem ein Wort, nicht mal zu mir. Chang kümmert sich darum. Ich habe die falsche Waffe gehabt. Ja, sieht aus, als hätte mich vermutlich angerufen. Ein Handy. Das ist ein interessantes Handy. Ich bin unzufrieden. Ich bin absolut unzufrieden. Am liebsten würde ich das alles nochmal neu machen, aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Hatte ich davor gespeichert, dann müsste ich die ganze Befragung nochmal machen. Ich mache das auch nochmal. Ich melde mich gleich wieder. Nanu, was ist denn jetzt passiert? Sie lebt noch? Ich weiß nicht, was ich jetzt für einen Spielstand geladen habe, aber sie lebt noch. Jetzt haben wir ja auch hier ein PDE. Zurück. Jetzt gucken wir mal bei O rein. O, 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 O. Das ist aber trotzdem weg, ne? Aber ich habe zwei Punkte, sehe ich gerade. Aber das machen wir jetzt nicht. Sie lebt noch. Ich muss hier wieder raus. Ach. So ungeduldig. Toxisches Gas. Ja, auch nichts weiter. War denn jetzt der Ausgang? Die stecken wir mal weg. So,
sollte ich... Dann kann ich die ganze Befragung ja nochmal machen. Okay, okay. Ach, ich gehe jetzt mal weiter. Ich verkürze es jetzt mal. Das kennen wir ja. Jetzt ergibt alles... Es ist nicht so, wie Sie... So, warte, das kürze ich jetzt ab. Wir haben es ja gerade gesehen. Argumentieren. Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie meine Augs entfernt. Genau wie sie Angela Gunn und wer weiß, wie viele andere gerettet hat. Ich weiß, es ist... Daria wollte sie dabei haben. Informieren? Auf Darias Computer finden Sie eine... Das haben wir auch gemacht. Was hat das mit den Morden zu tun? Die E-Mail klang verzweifelt. Aha. Das sollte also Ihr nächster... Das kennen wir Sie auch. Sie müssen mir glauben, ich will genau wie Sie unbedingt herausfinden, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was mich... Das kennen wir ich auch. Ich weiß nur, dass Daria jemand anders war, als sie vorgab. Die Antworten, die wir beide suchen... Sie haben Glück, dass sie noch lebt. Sonst hätte es zwischen uns sehr unangenehm werden können. Jawohl. Wie gesagt, ich bin hier nicht der Mörder. Klar. Wenn das stimmt und das alles wirklich zu Taeyong zurückführt... Dann haben Sie jede Menge zu tun, falls Sie der Sache auf den Grund gehen wollen. Will ich nicht. Aber ich habe keine Wahl. Dieser Scheißfall ist wie trockene Haut. Ich muss weiterkratzen. Und das verdanke ich Ihnen. Aber du lebst. Geil. So, jetzt bin ich zufrieden. Noch zwei beschissene Monate. Ja, die wirst du auch noch überstehen. So, da schnippel ich dann zusammen. Hier haben wir noch ihren PDA, genau. So. Und jetzt bin ich zufrieden. Was? Eintrag anzeigen? Das ist das Handy von ihr. Ja, das wissen wir. Und jetzt gucke ich auch mal nach meinen Augmentierungen. Wir haben zwei Punkte. Experimentell. Verhindert kurzzeitig erlittenen Schaden. Warnung, diese Augmentierung ist experimentell. Ihre Freischaltung erhöht die Übertaktung. Wartet mal, zurück. Ich speichere jetzt mal. Geht das hier? Nein, wartet mal. Das weiß ich nicht, ob das geht. Ich speichere jetzt mal ganz bewusst. Okay. Ich will... Das ist ja hier, bietet Schutz vor körperlichen Schaden. Ist die moderne Version einer implantierten Körperpanzerung. Sie kann Schäden durch Schlagtraumata, ballistische Angriffe reduzieren. Darüber hinaus verleiht sie ihnen Trägerschutz vor elektromagnetischen Impulsangriffen. Und das, Dermalpanzerung Rhino. Wir kaufen den mal. Keine Aktivierung erforderlich. Effekte werden automatisch gewählt. Ich wollte doch die andere kaufen! Ach, das ist doch zum Kotzen. Na gut, dann behalten wir jetzt die. Ist ja jetzt nicht zu ändern. Die haben wir ja auch noch nicht mehr. Gut. Böses Spiel. Aber ist egal. Ich will das jetzt auch so behalten. Wir... schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich mache jetzt hier Feierabend. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!